der Bundeswehr. Das war und das ist leider nicht selbstverständlich. Wer als Jude mit der Waffe für seine deutsche Heimat einstehen will, der muss sich zumindest verbal oftmals gegenüber anderen Juden verteidigen. Denn viele können nicht verstehen, dass jemand das Land mit der Waffe verteidigt, das für den Holocaust verantwortlich ist. Und das den Juden das Leben und den Dienst an der Waffe schon früher schwer gemacht hat. Denn schon vor der Nazizeit war Juden eine große Militärkarriere verwehrt und sie wurden als Drückeberger diffamiert. Einer, der trotzdem im Ersten Weltkrieg patriotisch auf deutscher Seite gekämpft hat, war Leo Löwenstein. Er wird nun auf besondere Art und Weise geehrt. In der Bundeswehr wird nicht nach Religion gefragt, aber lange Zeit gab es in diesen Reihen kaum Juden. Immerhin, heute dienen mindestens 200 jüdische Soldaten. Und für die könnte Leo Löwenstein ein Vorbild sein. Der jüdische Physiker und Hauptmann diente in der Zeit des Ersten Weltkriegs. Schon damals herrschte ein starker Antisemitismus. Juden hatten kaum eine Chance aufzusteigen, aber auch sie waren Patrioten, kämpften und starben für das Vaterland. 1919 gründete Leo Löwenstein den Reichsbund jüdischer Soldaten. 60.000 Mitglieder zählte er in den 20ern. Doch mit dem Nationalsozialismus kam der Judenhass. Unter Hitler galten jüdische Soldaten als wehrunwürdig und wurden ausgeschlossen. Löwenstein wurde 1943 ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Viele Gründe, um eine Kaserne nach Löwenstein zu benennen. In Aachen trägt jetzt die Fachschule des Heeres seinen Namen. Ein guter Namenstausch, denn schließlich galt der bisherige Namensgeber von Gallwitz als Antisemit. Es gab tatsächlich wohl irgendwelche Diskussionen über die Namensgebung Gallwitz und ob der vielleicht, was der wohl getan hat und ob das überhaupt ein würdiger Kasernenname ist. Und da folge ich unserem Minister, der hier zu dem Thema gesagt hat, der Name einer Kaserne soll ein Vorbild sein und kein Problem. Aus Schweden sind die Enkel Löwensteins eigens angereist, denn immerhin wird das erste Mal ihr Großvater in dieser Form gewürdigt. Für sie ist es eine Form von Wiedergutmachung. Ja, das ist es wirklich für uns. Ich und mein Bruder, wir sind wirklich sehr stolz. Und es wäre schön, wenn unser Großvater das hätte selbst erleben können. Heute sind Juden in der Bundeswehr anerkannt, Karrierehindernisse sind Geschichte. Aber frei von Antisemitismus, davon ist sie auch heute nicht. Die Bundeswehr ist ein Abbild der Gesellschaft. Und wenn in der Gesellschaft 10, 15 oder 20, da gibt es widersprüchliche Angaben, Prozent grundsätzlich antisemitisches Gedankengut verfolgen, dann wird es in der Bundeswehr nicht anders sein. Alles andere wäre illusionär. Leo Löwenstein ist jetzt ein Denkmal gesetzt worden. Er überlebte das Konzentrationslager und starb 1956 auf einer Israelreise.